Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam, barakallahu fikum. Wir machen inshallah weiter mit der Lesung und Erklärung von dem Buch Ad-Da' wa Ad-Dawa' von Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Und kurz nochmal zur Einleitung und Wiederholung hat der Imam, der edle Imam rahimahullah ta'ala über Krankheiten gesprochen, sowohl körperliche als auch seelische, und bezieht sich hauptsächlich auf die seelischen Krankheiten, auf das Leiden eines Menschen, auf das Leiden, nicht weil er etwas nicht erreichen kann, was er gerne hätte, wie zum Beispiel Geld, Macht, Frauen und so weiter, sondern das Leiden, weil er es nicht schafft, von einer Sünde wegzukommen und weiß, dass diese Sünde eine grauenvolle Sünde ist, die sein Diesseits und sein Jenseits zerstören wird, und wenn er in diesem Zustand bleibt, in dem er sich befindet, so wird er sowohl sein Diesseits als auch sein Jenseits verlieren. Und aus diesem Grunde hat er die Hilfe ersucht bei Allah Jalla wa Ala, anschließend bei Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, und ihm diese Frage gestellt, was sie ihm empfehlen, also die Gelehrten, sodass er von dieser Sünde wegkommt. Und anscheinend, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, war seine Fragestellung so ernst gemeint, so aufrichtig gewesen, er hat tatsächlich versucht und gesucht eine Lösung für sein Leiden, sodass Allah Jalla wa Ala diese Frage diesesjenigen gesegnet hat. Weil wenn jemand ist Sheikh Imam Da'iya, dann hat er hunderte von Fragen, die ihm gestellt werden. Aber nicht hunderte von Fragen werden in der Art beantwortet und bleiben dann über Jahrhunderte hinweg als eine Antwort bestehen. Und somit sagen die Ulama, dass diese Fragestellung von diesen Fragenden anscheinend sehr ernst und tiefgründig, nach einem tiefgründigen Versuch stattgefunden hat und dementsprechend viel Ikhlas darin besteht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und dann hat er geantwortet, dass die Heilung für bestimmte Krankheiten die Heilung durch Koran ist. Das heißt, die Rezitation von Koran. Die Heilung desjenigen, der kein Wissen hat, dass er diejenigen fragt, die Wissen haben, um halt sein Unwissen zu heilen durch Wissen. Oder aber auch anschließend, wenn jemand sich mit dem Koran beschäftigt und Heilung findet, dass er sich beschäftigt mit dem Dua, mit dem Bittgebet, denn das Bittgebet ist eine Waffe des Gläubigen, die er benutzt, um seine Vorherbestimmung zu beeinflussen. Das heißt, er benutzt den Dua als einen Qadar, um den Qadar zu beeinflussen, wo das Ergebnis des Ganzen wieder Qadar ist, welches in Allah al-Mahfuz bereits steht. Und nach dem Bittgebet, dass viele gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala begonnen zu erwähnen, welche Auswirkungen die Sünden überhaupt haben. Viele von unseren Geschwistern haben eine Einstellung und glauben, dass wenn sie Sünder sind, dass man sagt, ist doch mein Problem. Ist doch mein Problem, wenn ich Sünder bin. Was geht dich das an? Aber dieses, was geht dich das an, ist eine falsche Fragestellung. Denn die Frage ist nicht, was geht dich das an, sondern die Frage ist, wie kann ich da rauskommen? Der Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die beste Gemeinschaft, die Allah den Muslimen hervorgebracht hat, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid wahrlich die beste Umma, die beste Gemeinschaft, die für die Nas, für die Menschen hervorgebracht wurde. Ta'muruna bil ma'ruf. Ihr gebietet das Gute. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Und ihr verbietet das Verwerfliche. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Und ihr glaubt an Allah. Sodass die Ulama gesagt haben, die Eigenschaft derjenigen besten Gemeinschaft war deswegen so gut, weil sie das praktiziert haben. Al-Amr bil Ma'ruf, das heißt das Gute gebieten, das Schlechte verwehren, und sie haben zugleich, nachdem sie das gemacht haben, an Allah Jalla wa Ala geglaubt. Denn heutzutage findest du viele Menschen, die Gutes gebieten und Schlechtes verwehren.
und sagen, das ist gut und das ist schlecht. Aber sie glauben nicht an Allah. Und wenn sie das machen und nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, so ist dieser Amr bil Ma'ruf nicht das, was erforderlich ist. Somit ist derjenige, der ein Sünder ist, wenn er sagt, was geht dich das an, falsch in seiner Fragestellung und falsch in seinem Ausgangspunkt. Denn als Muslime sind wir diejenigen, die sich gegenseitig das Gute empfehlen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran wal Asr, إِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. والعصر beim عصر beim Zeitalter schwört Allah subhanahu wa ta'ala. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Wahrlich, der Mensch befindet sich in Verlust. Außer derjenige, الذين آمنوا. Diejenigen, die den Glauben verinnerlichen. Aber nicht nur das. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Und sie haben die guten Taten praktiziert. Nicht nur das. وتواصوا بالحق. Und sie haben sich gegenseitig das Rechte empfohlen und nicht nur das, watawasaw bis-sabr, und sie haben auch gewartet, wenn sie oder waren geduldig, als sie geprüft wurden. Warum ist das wichtig zu erwähnen? Denn derjenige Sünder, der sagt zu seinem Bruder, das geht dich nichts an, er hat noch nicht verstanden, dass es seinem Bruder sehr wohl was angeht, denn sein Bruder hat die Pflicht, Amr bil Ma'ruf zu machen und Nahi anil Munkar. Und er hat die Pflicht, watawasaw bil-haq, At-Tawasi zu praktizieren. Das ist die Pflicht eines Bruders. Wenn du also jemanden siehst, wo der Shaitan oder die Shayatine an diesen Bruder ziehen, an dieser Schwester ziehen und sie in ihre Richtung bringen, sei du derjenige, der sagt, ich möchte am anderen Seil ziehen und ihn wie diese Tauzieher. Der eine zieht von der einen Seite, der andere von der anderen Seite. Ich ziehe ihn in Richtung Islah, in Richtung Ihsan, in Richtung Iman, Islam, nicht in Richtung, in Richtung Paradies, nicht in Richtung, lass ich ihn gehen, Jahannam ul-Iyadu Billah. Das heißt, wenn der Bruder sagt, es geht dich nichts an, ist die Fragestellung oder diese Ausgangslage von ihm schon verkehrt und du weißt, dass er in einer falschen Situation sich befindet und umso mehr braucht er deine Hilfe. Denn, und das ist das, was Ibn Qayyim erwähnt hat, und das ist das, worauf wir heute auch ein bisschen eingehen werden, ist, dass Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala erwähnt und sagt, die Auswirkungen der Sünden sind nicht nur Auswirkungen auf die einzelne Person, sondern die Auswirkungen der Sünden sind Auswirkungen auf die gesamte Ummah. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt für uns, dass wir verstehen, dass derjenige, der ein Sünder ist, dass seine Auswirkung, dieser Sünde Auswirkung hat auf deinen Islam, auf dein Leben als Muslim, als dein Leben als Muslim, als ein normaler Muslim, aber auch als Vater gegenüber deinen Kindern oder aber als Ehemann gegenüber der Frau oder als Nachbar. Das hat Auswirkungen. Die Sünden haben Auswirkungen auf die gesamte Ummah. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht den Zustand eines Volkes ändern, bis sie das ändern, was sich in ihnen selbst befindet. Ja, wir wollen die Veränderung. Wir wollen alle die Besserung, die Entwicklung. Aber wir müssen auch bereit sein. Wir müssen sagen, erst einmal werden wir uns verändern. Erst einmal werde ich mich verändern. Und nachdem ich mich verändert habe, werde ich dafür sorgen, dass sich mein Umfeld verändert. Mein Bruder, meine Schwester, mein Vater, meine Mutter, meine Tochter, mein Sohn, mein Nachbar als nächstes. Umfeld, der Nächste, der neben mir ist, mein Nachbar. Und ich gucke nicht auf andere Länder, was sie dort machen, falsch, nach Syrien und nach Libyen und nach Türkei und rege mich darüber auf. Aber im Nachbarsbezirk, im Wedding, gucke ich nicht nach Moabit. Nein, ich gucke noch nicht mal auf meinen Nachbarn, der neben mir wohnt. Das ist falsch. Richtig ist, guck auf dein Umfeld. Ein deutsches Sprichwort ist, kehr zuerst vor deinem eigenen Hauseingang, bevor du anfängst, woanders zu kehren. Ja, ne, kümmere dich erst um dich selbst, aber wir bleiben nicht bei deutschen Sprichwörtern, sondern wir bleiben bei Versen aus dem Koran. Allah Jalla wa Jalla sagt, Ya ayyuhalladina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. O die, die ihr glaubt, rettet euch selbst.
Hier Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit dir und nicht mit mir alleine, sondern er spricht mit dir als einzelne Person, als Individuum. Rette dich selbst. Und dieses Selbst ist, sei egoistisch. Yani, sei nicht derjenige, der sagt, ich rette zuerst meine Familie und zum Schluss rette ich mich selbst. Wäre das so, hätte es wer gemacht? Nuh alayhi salam. Sein Sohn geht auf den Berg. Er hätte ihn gerettet zuerst und dann sich selbst, aber nein. Dich selbst und dann deine Familie. Das heißt, Allah Jalla Jalla sagt zu ihm, er ist nicht von dir. Er zählt nicht zu dir. Dementsprechend ist die Aufgabe gewesen, sich selbst zu retten. Und das ist die Aufgabe, die wir auch haben. Rette dich selbst und deine Familie vor einem Höllenfeuer. Und dich selbst zu retten, bedeutet gleichzeitig dafür zu sorgen, dass du nicht jemand bist, der in einer Umma lebt, die voller Sünden ist. Also rette auch die Umma um dich herum, damit du selber nicht untergehst. Damit du selber nicht mit dieser Umma untergehst. Siehst du also Fehler? Mach Amr bil Ma'ruf und Nahi anil Munkar. Inshallah fangen wir an mit dem Lesen des Buches oder mit dem Weiterlesen des Buches. Wir sind bei 120. Ja. Die Sünde schwächt den Willen zum Guten. Zu ihnen gehört, wobei es sich um die gefährlichste Folge für den Sünde, für den Diener handelt, dass sie das Herz in seinen Willen schwächen und somit den Willen zur Sünde stärken. Sie schwächen den Willen zur Reue Schritt für Schritt, bis der Wille zur Reue gänzlich aus seinem Herzen getreten ist. Selbst wenn er schon zur Hälfte gestorben wäre, würde er nicht zu Allah reumütig zurückkehren können. Er würde viel mit seiner Zunge um Vergebung bitten und wie die Lügner immer wieder mit seiner Zunge bereuen. Sein Herz würde jedoch an die Sünde gebunden sein, auf ihr beharren und entschlossen sein, bei der nächsten Gelegenheit sie wieder zu begehen. Dies gehört zu den schlimmsten Krankheiten, welche die Vernichtung am nächsten sind. Möge Allah uns bewahren davor, dass wir nicht mehr merken, dass wir in diesem Zustand sind. Das heißt, man könnte sagen, gleichgültig, es ist nur eine kleine Sünde, machen wir sie. Und du machst eine kleine Sache nach der anderen, bis das irgendwann mal eine große Sünde wird. Und dann machst du die große Sünde etappenweise. Es kommt ja etappenweise, es kommt stufenweise. Und diese etappenweise kann aber dazu führen, dass man dann irgendwann mal nicht mehr verspürt, dass man eine Sünde macht. Und dieses nicht mehr verspüren, dass man eine Sünde macht, ist eigentlich die Krankheit oder die Gefahr an sich. Es ist nicht die Gefahr, dass man in eine Sünde fällt. Das ist natürlich schlimm, klar, keine Frage. Aber die größere Gefahr, was noch schlimmer ist, ist, dass du hineinfällst und diese Sünde nicht mehr einen Wert in deinem Herzen bekommt, dass du eine Sünde machst. Weil die nächsten Stufen wären dann, dass du anfängst, die Sünden zu machen und es ist dir egal, ob dich jemand dabei sieht oder nicht. Zuerst versteckst du dich, aber dann ist es dir auf einmal egal. Danach, du versteckst dich nicht mehr. Danach machst du die Sünden offenkundig. Und Subhan al-Malik, Allahumma afina ya Rab, wie oft haben wir Brüder gesehen oder Schwestern gesehen, Hijab, Bad, Kleidung, Islam, Praxis, und auf einmal siehst du die Person ein paar Monate, Jahre später, Bad rasiert, Kleidung nicht mehr normal, eng Kleidung, Frau, Hijab abgeschminkt, gezupfte Augenbrauen. Warum ist das passiert? Das ist passiert, weil diese Schwester, dieser Bruder angefangen hat, sich zu entfernen von As-Salihin. Er war zuerst in der Moschee. Die Moschee, die Brüder in der Moschee lieben die Sünder, Masha'Allah. Die lieben den Islam, Masha'Allah. Aber der Bruder kommt, er hat keine Ahnung. Anstatt dass sie lieb und nett zu ihm sind, greifen sie ihm in sein Bart. Und hast du dein Bart gekürzt? Hast du dein Bart geschnitten? Und hast du da, sie machen ihn fertig, eine nach der anderen. Er geht rauchen, er ist Raucher, er macht Haram. Sie sagen zu ihm, gehst du Sünder machen? Sie machen sich um ihn, über ihn lustig. Dieser Bruder irgendwann hat dann verspürt, oder die Schwester, dass keine Liebe mehr da ist. Es zieht mich nicht mehr, ich gehe zu Baytullah, damit ich Allah näher komme, aber die Muslime machen mich fertig. Also was macht dieser Bruder, diese Schwester? Er geht nicht mehr zur Moschee. Er geht nicht mehr zu den Durus. Was passiert als nächstes? Wenn die Salihin nicht mehr seine Freunde sind, wer sind dann seine Freunde? Es kommen wahrscheinlich die alten Freunde wieder.
Man ruft wieder an, die alten Freunde. Und dann zieht eine Sache nach der nächsten, bis dann auf einmal auch der Bart immer kürzer wird, immer stylischer wird und irgendwann ist der Bart weg. Und dann kommt der Ice-T-Bart und ihr wisst, was passiert danach. Oder bei der Schwester wird dann der Hijab kürzer, kürzer, enger und so weiter, Schminke, bis der Hijab ist weg. Warum ist er weg? Sie ist doch Muslima. Sagst du, bist du keine Muslima? Doch, ich bin Muslima. Aber was ist passiert? Ihr Iman ist so schwach geworden. Ihre Sünden und seine Sünden sind so stark geworden, dass er im Herzen nicht mehr verspürt, dass er eine Sünde macht. Dass er nicht mehr merkt, Wallah, ich trage kein Hijab, oder sie, ich trage kein Hijab, oder ich habe mein Bart, weil Bart rasieren ist haram. Bart rasieren, dass man ihn rasiert, ist haram. Gibt es keinen Khilaf unter den Madahib, ja, ist haram. Das Thema ist die Länge des Bartes, wo man drüber reden könnte, aber Bart rasieren ist haram. Aber er macht dann Sachen, Tätowierung, haram, Zigaretten rauchen, wo man sagt, wie konnte es dazu kommen? Der Punkt ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يُرِيدُونَ وَجْهًا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَاصْبِرْ نَفْسَكَ يعني halte dich geduldsam مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يعني mit denjenigen, die Allah was anbeten. Dein Bruder ist grob zu dir, er guckt dich an, er sagt, irgendwas, du denkst dir, was denkt der jetzt von mir? Ja? Shaitan kommt, nutzt diese Situation aus. Warum guckt er mich gerade so schräg an? Ja? Glaubt er, er ist besser als ich? Glaubt er, er ist mehr Mu'min als ich? Glaubt er, er ist mehr Muslim als ich? Glaubt er, mehr Sunna als ich? Warum guckt er mich jetzt so an? Kommt der Shaitan. Er macht diese Sache in deinen Kopf. Aus diesem Grunde, dein Herz wird beeinflusst. Aus diesem Grunde, du distanzierst dich zu dem Bruder. Dein Herz ist beeinflusst. Dieses Herz ist beeinflusst worden. Es passieren Sachen, die werden dazu führen, dass man sich entfernt. Aber Allah sagt, halte dich geduldsam ma'alladhina yad'una rabbah. Mit denjenigen, die deinen Herrn anbeten. Fi akhta, gibt es Fehler? Es gibt Fehler. Es gibt Fehler. Ich mache die meisten Fehler. Es gibt Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Weil deswegen, man soll nicht glauben, dass der Mensch anders fehlerfrei. Nein, er macht Fehler. Und um das vielleicht nochmal ein bisschen zu bestärken, damit wir sagen, okay, wir sind im Jahr 2019, ja, die Muslime heute sind ein bisschen anders als die Sahaba. Auch die Sahaba hatten Fehler. Auch die Sahaba hatten untereinander nicht unbedingt, sie mochten sich immer. Wer waren zwei Beispiele? Umar und Khalid. Umar ibn Khattab und Khalid ibn Walid. Zwei Rivalen. Zwei große Persönlichkeiten im Islam. Aber manchmal konnten sie nicht miteinander. Musst du auch nicht. Aber für Islam, du musst. Für Islam, du musst. Ja, hier gibt es nicht mehr. Alles. Aber so als Mensch, ja, als Mensch, du bist mir einfach nicht sympathisch. Weil dein Verhalten passt mir nicht. Muss auch nicht. Aber für Allah, Wallahi, du bist mein Bruder. Ich streng mich aber an, dass wir zusammenkommen. Ich versuche, dass wir besser werden. Ich versuche, drüber hinwegzuschauen. Du hast Probleme, ich habe auch Probleme. Du hast Stress, ich habe auch Stress. Du hast kein Geld, ich habe auch kein Geld. Du suchst eine Frau, ich suche auch eine Frau. Ja, wir haben die gleichen Probleme. Keiner ist besser als der andere. Allah subhanahu wa ta'ala schickte uns den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der uns in Hajjat al-Wada' sagte, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Araber und dem Nicht-Araber, dem Weißen und dem Schwarzen, dem Mann und der Frau, außer durch Taqwa. Das heißt, die Taqwa ist dein Maßstab. Und die Taqwa bedeutet, dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, fürchtest, und über diese Furcht habe ich keine Ahnung. Was in deinem Herzen ist, weiß ich nicht. Bin ich ein Heuchler? Bin ich kein Heuchler? Das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, die Muslimin, sie beurteilen einen Menschen nach seinem Äußeren. Wir können nicht in das Innere schauen. Wenn jemand sagt, ich bin Muslim, khalas, er ist Muslim. Wenn jemand betet, dann er betet. Und wir sagen nicht, er macht gerade zur Schaustellung und solche Geschichten. Alles, er betet ja nicht. Wir wissen nicht, was in den Herzen sich abspielt. Aber die Unterscheidungsfaktoren bei Allah sind Taqwa. Wer hat wirklich Taqwa? Und möge Allah unsere Taqwa mehren und uns dazu führen, dass wir Muttaqin sind. Denn die Taqwa bedeutet,
dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, Gehorsam leistest, nach dem Koran und der Sunna, in der Hoffnung auf die Belohnung von Allah yawm al-Qiyamah, und das Unterlassen der Sünden aus Furcht vor der Strafe vor Allah Jalla wa ala yawm al-Qiyamah. Das ist Taqwa. Sagen die Ulama, Taqwa ist ein Maßstab. Wenn du verstehen möchtest, was ist Taqwa, so hat ein weiser Mann ein Gleichnis gegeben. Er hat zu einem jungen Mann, der immer, was hat er gemacht? Frauen angesehen. Er geht auf den Markt, er muss also zur Moschee kommen, und wenn er zur Moschee kommt, auf dem Weg immer, er sieht die Frauen und er hat immer geguckt. Dann ist er eine Zeit lang nicht mehr gekommen. Dann hat er gemerkt, Distanz zur Moschee tut mir nicht gut, ich komme wieder. Dann kam er wieder, dann hat der Imam zu ihm gesagt, warum bist du nicht gekommen? Dann hat er gesagt, ja Sheikh, wenn ich komme, dann sehe ich so viele Frauen. Und das tut meinem Herzen weh, ich möchte keine Sünden machen, deswegen ich mache das nicht. Dann hat er ihm gesagt, komm her, mein Sohn. Beim nächsten Mal nimmst du dieses Glas Wasser mit. Du füllst dieses Glas Wasser auf bis zum Ende. Bis zum Ende. Und dann kommst du von zu Hause und kein einziger Tropfen darf runterfallen. Hast du verstanden? Sonst gibt es Ärger, gibt es Schläge. Hat er gesagt, okay. Dann kommt er von zu Hause mit diesem, er guckt drauf, ja, kein Tropfen darf runterfallen. Und er kommt bis zur Moschee und sagt, Tfaddal Sheikh. Er sagt, sehr gut. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Du hast aufgepasst auf das, was in deiner Hand ist. Das ist deine Taqwa. Achte darauf, dass kein Tropfen davon weggeht durch dieses, was du draußen siehst. Das ist Taqwa. Das ist eine Sache, man muss das trainieren. Aber nicht jeder hat diese Stärke. Und wir haben gesprochen von der Stärke des Herzens. Und das Herz kontrolliert dich. Du kannst es aber füttern. Du kannst dieses Herz aufbauen. So sehr, bis es ein König wird in deinem Körper. Und Ibn al-Qayyim wird uns bi'idhni Allah ta'ala noch führen, den Weg richtig führen. Wie kann man es schaffen, dass dein Herz König wird in deinem Körper? Und dass der Shaitan keinen Einfluss mehr darauf hat. Der Shaitan hat der Einfluss auf unsere Herzen? Na, wir werden das auch noch lernen und hören, was Ibn al-Qayyim sagt über den Shaitan und wie er die Zugänge zu deinem Herzen, Augenlicht und Ohren, Masala, Gedanken, Schambereich ausnutzt, um dein Herz zu manipulieren, um dein Herz zu beeinflussen. Und deswegen ist das wichtig, wenn jemand Sünder ist, soll er den Vergleich aufstellen. Masala, die Liebe zu der Sünde, ist sie so stark, dass sie dich davon abhält, deine Pflichten als Muslim zu tun, dann bist du in Gefahr. Dann bist du in großer Gefahr. Das heißt, wenn du jemand bist, der ist betend und Salat al-Duhr ist jetzt die Zeit gekommen und du verschiebst Salat al-Duhr so weit hinaus, weil du bist jetzt ein Sünder, der beispielsweise Spielothek geht, spielautomatensüchtig. Das ist haram. Das ist eine, meistens, verbotene Sünde, ist eine von den großen Sünden. Und du weißt, die Zeit von Duhr ist gekommen, aber die Liebe zu diesem Spielautomaten, dein Herz erfüllt dich mehr, als dass du sagst, ich gehe jetzt Duhr beten, dann musst du wissen, du bist in großer Gefahr. Wir reden gerade von jemandem, der betet und Spielautomaten spielt. Gibt es sowas? Wir sind Muslime, gibt es sowas bei Muslimen? Na, natürlich gibt es sowas. Wenn die Muslime alle wären wie Abu Bakr und Umar, dann bräuchten wir keinen Koran. Wenn wir alles Engel wären, wir brauchen keinen Koran. Natürlich sind wir Muslime, eine Umma, die Fehler hat. Draußen sind viele, die Fehler haben. Und wir sind selber welche, die Fehler machen. Natürlich ist das so. Und genau deswegen sollen wir zurückkehren zu Allah und Tauba machen. Den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückfinden. Aber wenn du merkst, dass diese Sünde in deinem Herzen, die Al-Ladha, diese Lust zu dieser Sünde deine Ibadah beeinflusst,
dann musst du die Handbremse ziehen. Du musst dich analysieren. Das ist das, was er uns beibringen möchte hier. Dass das Herz, wenn die Liebe zu der Sünde so stark wird, dass sie dich beeinflusst und du nicht mal mehr merkst, dass du die Sünden machst, dann ist dein Herz sehr stark beeinflusst. Dann musst du dein Herz mit Istighfar kontrollieren und verändern. Und dementsprechend, bi'idhnillahi ta'ala, aufpassen. Und er sagt hier mit dem letzten Satz, dies gehört zu den schlimmsten Krankheiten, welche der Vernichtung am nahesten sind. Wisst ihr, was heißt Vernichtung? Wenn man spricht von Vernichtung, heißt das Kufr. Wal'iyadu billah. Vernichtung heißt Kufr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهَ قُلُوبًا. Und als sie abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Ihre Herzen abschweifen bedeutet Kufr. Khalas. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam öfters in einem Bittgebet, was Ummu Salama radiallahu anha, sie hat ihn beobachtet, die Frau des Propheten alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt sehr oft, Allahumma ya muqallib al-qulubi wal-abisar, O Allah, du bist der Wender der Herzen und der Blicke, thabbit qalbi ala dinik, festige mein Herz auf deine Religion. Wer sagt das? Der Prophet alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nicht einmal, ja Rab, regelmäßig und oft. Und Ummu Salama sagt dann auf ihn, ja Rasulallah, ja, du machst dieses Dua viel. Dann sagt er zu ihr, Waihaki, weißt du denn nicht, dass die Herzen sich zwischen zwei Fingern von den Fingern Allah subhanahu wa ta'ala befinden? Er wendet sie, wie er will. Deswegen, meine geehrten Geschwister, müssen wir eine Sache verstehen. Das Herz, der Zentrale, und du kannst nicht zu wenig darüber reden, über dieses Thema. Das Herz, dieser zentrale Mittelpunkt deines Körpers, إِذَا أَصْلَحَ أَصْلَحَ الْجَسَدَ كُلُّ. Wenn er rechtschaffen ist, ist der gesamte Körper rechtschaffen. وَإِذَا أَفْسَدَ أَفْسَدَ الْجَسَدَ كُلُّ. Und wenn er frevelhaft ist, ist der gesamte Körper echt frevelhaft. Deswegen aufpassen auf dieses Herz, möge Allah uns bewahren. Das Gewöhnen an die Sünde. Zu ihnen gehört, dass aus dem Herzen das Verabscheuen der Sünde heraustritt, sodass sie zu einer Gewohnheit wird. Er empfindet es nicht mehr als schändlich, dass die Leute ihm dabei zusehen und was sie über ihn sagen. Dies stellt selbst für die größten Sünder die höchste Form der Sittenlosigkeit dar, aber zugleich auch die vollkommenste Form des Genusses. Manch einer von ihnen prahlt mit seiner Sünde und erzählt anderen von ihr, die davon nichts wussten, und sagt, oh so und so, ich habe das und jenes getan. Diese Sorte von Menschen wird nicht verschont und die Wege zur Reue bleiben ihr in der Regel versperrt und ihre Tore verschlossen. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle meiner Gemeinschaft werden verschont, außer den Kundtuenden. Zum Kundtun gehört, dass Allah einen Diener schützt und er am nächsten Tag sich selbst bloßstellt und sagt, oh so und so, ich habe am Tag so und so das und jenes getan. Er hat sich selbst bloßgestellt, obwohl ihn sein Herr in der Nacht geschützt hat. Subhanallah, eine gewaltige Sache, die sich auch entwickelt bei den Menschen, ist, dass sie erst einmal, wenn ein Sünder in die Sünde fällt, nicht sofort jemand ist, der die Sünde rumprahlt. Und wir alle kennen in Deutschland die Entwicklung derjenigen Homosexuellen. Hier in Deutschland war das vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, verboten und verpönt. Ja? Auf einmal kommt diese Welle, ich habe mich was geoutet. Was gemacht? Geoutet. Ja, was er sagt gerade. Er hat die ganze Zeit die Sünde gemacht und irgendwann hat er sich geoutet, hat seine Sünde rausgetragen zu den Menschen. Hat gesagt, jetzt, ich sage euch, ich mache diese und jene Sünde. Dieses geoutet ist schlimmer als die Sünde selber. Das heißt, wenn ein Sünder eine Sünde macht,
Yani jemand macht eine große Sünde und er lässt diese Sünde zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala. Ist das nicht das Gleiche, wie wenn jemand eine Sünde macht und die Sünde nach außen trägt und sagt, ich habe diese Sünde praktiziert? Das Erstere ist eine Sünde, große Sünde, Haram. Und er muss auch Taube dafür machen. Aber das Zweite ist eine Sünde, über die Allah Jalla wa Ala uns berichtet hat, dass er diese Person Yawmul Qiyamah nicht angucken wird. Weißt du, was heißt nicht angucken? Er kriegt keine Rahma. Diese Person kriegt keine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Dieserjenige, der seine Sünden präsentiert. Und eines derjenigen sind die Raucher. Eines derjenigen sind die Raucher. Die draußen, die rauchen Zigarette und Shisha-Bar und alles offenkundig mit Hijab mittlerweile, mit Bart, mit Shirwal, mit offenkundig. Ajib. Wallahi ajib. Sie fürchten in dem Moment nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah sie rechtfertigen und uns bewahren. Der Punkt ist, ein weiterer, wo man merkt, dass die Person sich in Gefahr begibt. Und zwar ist es eine Sache, ihr könntet vielleicht sagen, Abu Yusuf, du übertreibst. Aber die Geschichte hat was anderes gezeigt. Und zwar ist das die Sache mit Selfie machen. Selfie? Jetzt könnte jeder sagen, Selfie ist doch was Normales. Ja. Sogar Schuyuch machen Selfie. Aber ich meine damit die Selfies von Menschen, die jetzt nicht den Selfie machen, um zu sagen, ich war am Eiffelturm spazieren, sondern die den Selfie machen, um sich selber zu präsentieren. Ein Unterschied. Ja? Unsere Brüder, Mashallah, die Bodybuilding gehen, ja? Sie haben Bizeps mit 100, weiß ich nicht wie viel Umfang, sie machen Bild davon, zeigen. Erst einmal, ja, fürchte Allah, dass dich nicht jemand mit dem Auge trifft, dass du Ein bekommst oder Hasad bekommst, ja? Und krank wirst dadurch. Dadurch, dass du dich präsentierst und zur Schau stellst, ist das nicht haram. Man kann seinen Rezept zeigen. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als sie von Medina nach Mekka kamen zu Amra, und sie kamen an und zur Kaaba am Tawaf, sie haben Ihram-Kleidung an. Und die Kuffar sehen die Muslime, und die Muslime waren von der Reise erschöpft. Ja. Sie waren erschöpft. Und dann haben sie gesagt, guck mal diese schwachen Muslime. Wer die Kuffar über die Muslime? Sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, holt euren rechten Ärmel raus für die Männer. Deswegen, wenn du siehst im Umrah, wenn sie sich umkreisen, die rechte Seite ist raus. Ja, ne, zeigt euren Bizeps. Und dann was? Macht die ersten drei Runden schnell. Ne, zeigt eure Stärke. Ja, als Muslim sollst du das machen. Du bist kein schwacher Muslim, der immer so. Nein, du bist stark. Aber ja, Achi, diese Selfies, du zeigst was, deinen Bizeps möchtest angeben. Das führt dazu, dass du als nächstes was zeigen wirst, dein Sixpack. So? Was gut? Und wozu das danach führt, wisst ihr selber, brauche ich nicht weiter erzählen. Und das gleiche ist bei den Frauen auch. Auch mit Hijab. Und auf einmal so eng. Und dann, sie möchte zeigen, ihre Muskeln und ihre Training und Körper. Das führt dazu, dass man Jahr, ja nee, Zeigen der Sünden macht, ohne dass man das vielleicht wirklich so realisiert. Das heißt, man muss aufpassen bei diesen Angelegenheiten, dass man nicht da reinfällt und zum Beispiel ja, nee, sich selbst und seine Sünden bloßstellt. Warum ist das wichtig zu erwähnen? Schaut mal, jeder Mensch macht Sünden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das, wir haben das letzte Mal erwähnt, aber er sagte in dem Hadith, كل بني آدم خطأ وخير الخطأ وخير الخطأ إن التوابون. Jeder Mensch ist ein fehlermachender Mensch. Yani er macht Sünden. وخير الخطأ إن. Die besten von denjenigen, die Fehler machen, sind diejenigen, die Tauba machen. أما die Tauba bedeutet gleichzeitig yani شروط التوبة. Das heißt die Bedingung, dass du die Tauba auch akzeptiert bekommst von Allah subhanahu wa ta'ala, ist nicht, dass du sagst, ich mache eine Sünde und ich mache Tauba, aber ich weiß, ich werde sie morgen nochmal machen. Im Herzen, dein Herz, das ist das, wovon er vorhin gesprochen hat. Dein Herz weiß, es wird die Sünde nochmal machen. Das ist kein Schurut Tauba. Schart von At-Tauba, du machst die Sünde, du weißt, dass du schwach bist.
Du weißt, dass du es liebst, Frauen anzugucken, ja? Aber du machst Tawbah bei Allah, sagst, ja Rabb, ich mache es nicht mehr. Ich weiß, ich bin schwach, aber ja Rabb, ich mache es nicht mehr. Und du meinst es ernst, du bist ehrlich und du entfernst dich von dieser Sache. Und das ist der Asl von einer Mas'ala. Und der Beweis ist, die Frau, die zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sagte zu ihm, ja Rasulallah, inni zanait. O Gesandter Allahs, ich habe Zina gemacht. Eine Frau, die hat Fahisha gemacht, Zina. Und der Prophet alaihi wasallam wendet sich von ihr ab. Er will das gar nicht wissen. Guck mal, unser Islam, unsere Scharia ist barmherzig. Die Scharia ist nicht da, um Hände abzuschneiden und auszupeitschen und mit Steinen zu werfen. Die Scharia ist Rahma. Aber wenn jemand von sich selbst kommt und sagt, ich möchte das, dann die Scharia muss das durchziehen. Dann derjenige Qadi, nicht du und ich, vorsichtig, derjenige Richter, der die Befugnis dazu hat, in einem islamischen Land, nicht irgendwer darf das machen, der praktiziert dann diesen Hadd. Aber was sagte diese Frau? Noch zweite Mal, ja Rasulallah, ich habe gesündigt. Der Prophet a.s. wendet sich nochmal von ihr ab. Und das dritte Mal, ich habe gesündigt. Und der Prophet a.s. wendet sich von ihr ab in der Hoffnung, dass sie jetzt geht. Ja, mit Kapir, geh. Versteh doch. Nein. Diese Frau, diese Sünde frisst sie innerlich auf. Ja, Rasulallah, ich habe gesündigt. Jetzt hat sie was? Viermal gegen sich selbst bezeugt. Wenn jemand gegen sich selbst bezeugt, viermal gilt das Khalas als ein Zeugnis. Hier, der Qadi ist jetzt verpflichtet, der Führer, der Khalif, ist jetzt verpflichtet, diesen Hadd durchzuführen gegen sie. Hudud, wir werden noch sprechen über dieses Thema in diesem Buch. Was ist Hadd-Strafe, was ist Ta'zir? Gibt es noch ein paar Informationen dazu. Aber sie sagte, ja Rasulallah, und ich bin schwanger geworden. Guck mal, noch schlimmer, noch schlimmere Sünde. Sünder und schwanger geworden. Aber der Prophet a.s. in dem Augenblick, er sagt, dann geh und gebär erstmal das Kind. Geh erstmal. Weißt du, vielleicht du kriegst das Kind in den 9 Monaten Schwangerschaft, entwickelt sich die Mutterliebe zu dem Baby und du machst dir Gedanken über die Erziehung und so weiter und du flüchtest in ein anderes Land, vielleicht schon, das Thema ist erledigt, wir machen nichts mehr. Vielleicht, ja, du machst Taube zwischen dir und Allah, Thema ist für mich erledigt, ich muss nichts mehr machen. Ne? Aber nein, diese Frau, diese Taube innerlich, sie wird aufgefressen dadurch. Sie sagt, nein, nach 9 Monaten, sie kommt wieder. Ja, Rasulallah, ich habe das Kind auf die Welt gebracht. Ja, nee, ich bin bereit. Ja, Rasulallah, ich bin bereit. Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin bereit. Das ist das, was ich möchte. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er das kleine Kind gesehen hat, und sie hält es auf dem Arm, sagt alaihi sallam zu ihr, das muss gestillt werden. Geh und stille dein Kind. Und Stillung ist generell bei den, laut Koran, 2 Jahre. Haulein. 2 Hauli, 2 Jahre soll sie stillen. Geht diese Frau und kommt nach 2 Jahren wieder. Subhanallah. Ja, wie viele Jahre sind vorgangen? Ja, knapp 3. Ne? Knapp 3 Jahre und sie kommt wieder. Und jedes Mal kommt sie wieder zu dem Propheten a.s. Aber der Prophet a.s. vorher würde am liebsten, dass sie nicht wiederkommt. Khalas, kein Hadd durchziehen. Weil sie hat jetzt Asbab. Und vielleicht, sie macht Tauber zwischen sich und Allah. Und der Asl, hier sagen die Ulama, der Asl, die Grundbasis im Islam ist, wenn jemand Sünde macht, dass er zwischen sich und Allah die Sache bereinigt. Ja, dann lass die Sache zwischen dir und Allah. Und wehe dir, dass du jemand bist, der die Sünde nach außen trägt. Das ist eines der schlimmsten Sachen, was man machen kann. Du bist Sünder, okay, aber zwischen dir und Allah, dass Allah dir vergibt und dein Herz recht leitet. Aber trage die Sünde nicht nach draußen. Denn wenn du das machst, so bist du von denen, in denen Allah Ta'ala nicht vergeben wird. Aber die anderen Sünden, Allah Subhanahu wa Ta'ala vergibt die Sünden alle. Deswegen erwähnt hier das Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala und sagt,
diese Sorte von Menschen wird nicht verschont. Und die Wege zur Reue bleiben ihr in der Regel versperrt und ihre Tore verschlossen. Die Tore zur Tauba bleiben für diese Person verschlossen, möge Allah uns bewahren. Wir lernen aber auch von dieser Geschichte einen wichtigen Punkt. Und zwar erst einmal, dass der Schara praktiziert wird, wenn ein Qadi vorhanden ist. Wenn ein Qadi da ist, der das machen darf. Zweitens, dass die Qudat, diejenigen, die also die Befugnis haben, in erster Linie versuchen, diese Person abzuwimmeln. Ich habe in Mekka einen Qadi kennengelernt, einen Richter, und habe ihn diese Frage gestellt. Ich habe gesagt, wie sieht das aus mit Hudud? Habt ihr öfters Hudud? Ja, müsst ihr das öfters machen? Dann hat er gesagt, ja, aber Yusuf, pass auf. Unser Ziel ist es in erster Linie nicht, dass wir den Hadd durchziehen. Sondern unser Ziel, guck mal, ein Richter spricht, er sagt, unser Ziel ist es in erster Linie, die Person, die zu uns kommt, in Zweifel zu bringen. Wir möchten ihn in Scheck bringen. Weil was heißt Sinna? Sinna bedeutet, dass die Eiche in die Scheide eindringt. Das muss also bezeugt werden. Von 4 Zeugen. Das ist unwahrscheinlich, dass das passiert. Weil unser Ziel ist es erst einmal, wenn jemand kommt und sagt, ich habe das und das gemacht, dass wir sagen, vielleicht warst du gerade wütend. Du warst nicht ganz normal, Yani. Dass er sagt, eigentlich hast du recht, ja. Ich war wütend gewesen. Chalas, sie machen kein Hadd mehr. Sie machen kein Hadd mehr. Weil er hat jetzt Scheck, er ist nicht überzeugt, nicht diese Frau kommt nach 3 Jahren, ja, Rasulallah, ich habe das und das gemacht. Anders. Da gibt es keinen Scheck, dass man sagt, vielleicht dies oder das. Aber die Scharia ist darauf hinaus erst einmal, dass man das nicht macht. Nicht, yalla ta'ala, zack, 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 Massenabfertigung, wie man das darstellt im Fernsehen und so weiter. Nein, Al-Shara ist Rahma. Din al-Islam, Din und Rahma. Aber gleichzeitig auch mit Grenzen. Und das sind tilka hududullah, das sind die Grenzen Allahs. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Wer die Grenzen Allahs überschreitet, der hat sich selbst ein Unrecht zugefügt. Deswegen, die Hudud sind da, die Grenzen Allahs subhanahu wa ta'ala sind da. Aber sei nicht derjenige, der darauf besteht, diese Grenzen oder die Hudud, die Awaqib, die Strafen von Hudud auch praktiziert zu bekommen. Wenn du jemand bist, der Fehler gemacht hat, behalte es für dich zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir vergibt, und praktiziere die 3 Bedingungen von den Bedingungen einer Tauba. Eine Bedingung ist, dass du die Sünde nicht mehr machst. Stoppen. Du machst die Sünde nicht mehr. Zweite Bedingung ist, du nimmst dir vor, die Sünde auch nicht mehr zu tun. Nicht nur, ich habe gerade aufgehört. Gerade habe ich mit der Sünde aufgehört. Das heißt, ich habe Tauba gemacht. Nein, du hörst auf damit und du nimmst dir vor, das auch nicht mehr zu praktizieren. Und du möchtest auch nicht mehr daran erinnert werden. Du verabscheust diese Sünde. Nicht, du sagst, ich habe Sünde gemacht, aber es war voll schön. Ich habe früher gekifft. Jemand sagt, ich habe früher gekifft. Das war voll schön, hat Spaß gemacht. Aber jetzt ich habe Tauba gemacht. Ja, ach, was, das hat Spaß gemacht. Du verabscheust diese Sünde immer noch nicht. Du musst das verabscheuen. Das ist eine Bedingung von einer Tauba. Diese 3 Bedingungen müssen erfüllt sein. Und die 4. Bedingung ist, wenn das ein Haqq ist, was einem von dem Makhluqat gehört, also von den Geschöpfen Allah subhanahu wa ta'ala, dass man dieses Recht zurückgibt. Ja, zum Beispiel jemand hat Riba gemacht, also üble Nachrede über eine Person. Dann erstmal macht er die 3 Bedingungen. Und dann die 4. Bedingung ist, dass er dieser Person ihr Recht zurückgibt, indem er sich bei dieser Person entschuldigt. Das ist nämlich das Recht von der Person. Oder jemand hat einen beklaut, jemanden, dann muss er ihm das Geld zurückgeben. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Rechte der Menschen bleiben bestehen. Die Rechte von Allah subhanahu wa ta'ala bei einer Tauba sind die 3 Bedingungen erfüllen. Khalas, Allah vergibt dir. Und auch wenn du es 1000 Mal gemacht hast, Allah vergibt dir. Sei aber nicht jemand, der Al-Jahr macht, fil ma'as.
Die Sünden sind das Erbe der vergangenen Völker. Zu ihnen gehört, dass jede Sünde das Erbe eines Volkes ist, welches auch war, was er als mächtig und erhaben. Beenden wir an dieser Stelle, inshallah. Das ist jetzt ein neues Thema. Es geht jetzt hier in den nächsten Texten um die Sünden und Völker, wie ganze Völker darunter gelitten haben. Damit hatte ich angefangen, aber inshallah machen wir dann nächsten Montag damit weiter. Habe ich etwas Gutes gesagt, war es von mir, war es von Allah. Habe ich etwas Gutes gesagt, war es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, war es von mir und von dem Shaitan. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.